So, da sind wir wieder bei Terraria und heute stellen wir noch einige Gegenstände her. Hallo. Zum Beispiel einmal eine Molten Ham Axe für den Herr German Let's Play. Was will sein kommen? Eine Molten Ham Axe für mich. Heißt, du kannst das jetzt. Das ist doch Spitzhacke und Axt. Nein, was? Das ist Axt und Hammer gleich, beides kombiniert. Okay. Und für mich gibt es nochmal den Phoenix Blaster. Den Quick Phoenix Blaster, muss man dazu sagen. Das heißt, der ist sehr gut für mich. Das ist, also nicht für mich, also ich bin eigentlich Pferdenkampf, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, wissen die nicht. Ja. Ja, sagen wir einfach so. Das ist für eine Pistole übertrieben. Die hat 10% Speed, also 9% Speed. Das ist sehr gut. Also kann ich mich im Fernkampf und Nahkampf sehr perfekt schützen. Ihr seht auch hier nochmal die Rüstung in meinem Inventar, wie sie mich einfach strahlen lässt. Und wir haben... Ich habe mein Oberteil ausgezogen, weil ich den Zombie ein bisschen anschauen wollte. Und euch natürlich auch. Sah einfach doof aus, fand ich. Mein Oberteil. Ja, wir haben noch 35 Bahnen über. 36. Wir können noch einen Boomerang machen. Haben wir noch einen Boomerang irgendwo? Ach, wofür? Habe ich, glaube ich, nicht. Nee, ich packe die einfach in die Truhe. Vielleicht können uns ja später mal Pfeile draus machen oder sowas, falls ich doch auf Fernkampf aufsteigen sollte, warum auch immer. So. Okay. Wir haben alles. Ich will aber noch zu Hause bleiben. Ich will auch noch nicht heute die Wand besiegen. Nee. Ja, das wär't ja. Ja, eben. Wir könnten ja wirklich jetzt zur Wand rennen. Voodoo-Puppen haben wir mehr als genug. Ja, stell mal vor, wir würden da 8000 Stück reinpacken. Dann haben wir Spaß. Ja. Ja, was machen wir denn dann jetzt? Gute Frage. Hellstone brauchen wir ja nicht, oder? Nee. Ich hab eine komplette Rüstung. Ich auch. Spitzhacke, Axt. Gibt wahrscheinlich sogar noch 10-mal bessere. Ja, ich kann noch mal kurz gucken. Ich habe den Wiki hier sowieso offen. Phoenix Blaster, Spitzhacke, Rüstung, Molten Ham Axe, Flame Ring, Fire Grade. Wir haben alles. Da habe ich irgendwie ein bisschen falsch gerechnet. Können wir doch eigentlich zur Wand gehen, oder nicht? Natürlich können wir zur Wand gehen, aber die kriegen wir jetzt nicht in dem, vielleicht nicht tot. Und ich will die jetzt, ich habe jetzt eh nicht mehr so lange überhaupt Zeit, jetzt komplett die Folge aufzunehmen mit der Wand und allem. Was machen wir dann? Wir können uns darauf vorbereiten, indem wir Tränke machen und die Folge voll langweilig gestalten. Und alle abschalten. Ja. Tschüss. Weißt du, jetzt zählt mir doch in der Folge die Wand und alle haben schon über die Folge übersprungen. Ja. Hä? Was ist da denn? Ach genau, ich habe eine Idee. Wir müssen doch unsere Scheiße hier mit Scheiße überziehen, damit dieses nicht über unser Haus fällt. Diese Korruption, genau. Ja. Korruption. Ja, Korruption, das ist alles korrupt in diesem Land. So, ich bring dir mal ein bisschen Matsch mit. Hier. Oh ja. So. Okay. Wie angeblich sollen wir links und rechts neben unserem Haus, also ich nehme mal noch ein bisschen Abstand. Hilf mir mal hier auf der Seite mit. Wir machen es beide gleichzeitig auf beiden Seiten. Okay. Willst du mich nur beobachten? Machen wir. Warum ist das denn jetzt kaputt? Weil ich einfach hier schon anfangen will. Achso. Machen wir so 6 Kästchen breit irgendwie und das ist ein Stück in den Boden und ein Stück in den Himmel. Angeblich soll das helfen, wir machen es einfach mal. Ja. Auch wenn wir vermutlich angelogen wurden. Kann auch gut sein, ist mir egal. Trotzdem, sieht schön aus, oder auch nicht. Wir sollen jetzt hier echt einfach nur so einen Boden damit voll machen, oder wie? Nein, das geht auch in die Luft hoch. So, reicht schon eigentlich von der Tiefe. Wir müssen nur aufpassen, dass halt kein Gras so irgendwo in der Nähe ist, so. Noch ein bisschen tiefer. So. Das setze ich mal. Ja, wir müssen nicht übertreiben. Hier ist doch eh kein Boden, kein gar nichts. Oh, jetzt müssen wir auch nur das machen. Okay. So, und jetzt einfach mit Matsche ausfüllen. Komplett. Komplett. Da, ich ziehe mal die Grundstruktur. Wie hoch wir eigentlich wollen. Okay. Ich würde sagen, so hoch wird reichen. Jo. Hä? Wie soll ich das denn jetzt abbauen? Die Fackel will nicht weg. Ah, danke. Rechtsklick auf die Fackel macht sie weg. Ich sehe nichts, ich bin blind. Ja, ich sitze schon hier. Wir haben keine Ahnung, ob das hilft oder ob ein Hase! Oh mein Gott. Stimmt. Oh mein Gott. Er hätte fast alles vernichtet. Ja. Er hätte fast die Korruption hier hingeholt. Ja. Ich hoffe, das reicht wirklich. Ich hab keine Ahnung. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, vielleicht können wir ja dann noch rechtzeitig was retten. Ups. Glaube ich nicht, nee. Glaube ich nicht. Zu hoch.
Wir wollen doch später noch drüber klettern können, angenehm. Ja, mein Gott, wir haben ja voll die Flugdinger. Das geht ja. Die Höhe. So. Ja, dann andere Seite. Warte, oder? Ich schlag hier die Wiese noch ein bisschen weg, dass die auch wirklich ganz weit weg ist. So, jetzt kommt, kann die Wiese nämlich nicht durch. So, nochmal eine Miniwand. Ganz sicher zu sein. Ja, jetzt auf die andere Seite. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie das aussehen wird. Ich auch nicht. Ich hab gar nichts davon gesehen bis jetzt. Ich weiß nur, dass es irgendwie so lila bunt wird, aber mehr auch nicht. Ob das überhaupt irgendwie, wie viel sich das beeinflusst und alles. Und wie weit das geht. Ist auch die Frage. Hier können wir eigentlich alles wegschlagen bis zur Wüste. Oder? So vom Grünzeug her. Ja. Wie, das verbreitet sich über das Grünzeug? Hä? Ich glaube. Ich verstehe noch nicht mal, was das ist. Ich verstehe gerade gar nichts. Bahnhof. Ich weiß nicht. Ja, Arbeitsamt. Warum baust du die Wüste ab? Darum. Willst du da haben. Achso. Du kannst auch in die Wüste reinbauen. Ich weiß es nicht. Ich mache auf jeden Fall alles Grüne erstmal hier weg. Okay. Ich mache da uns einen Matschweg hin. Thank you also very much. Du, dass das Grüne das verbreitet? Oder? Ich glaube ja. Das ist ja auch so mit der normalen Korruption. Die breitet sich ja auch aus über das Grüne. Okay. Solange bis Sonnenblumen kommen oder Steine halt einfach die Verbindung unterbrechen. Ihre Verbindung wurde unterbrochen. Oh, verdammt. Okay. Genau. Wie dich ein einfacher Zombie auffällt. Natürlich. Weißt du, wie stark die sind heutzutage? Damals war das noch nicht so, Leute. So, erstmal hier. Frick. Ma. Also gleich. Gleich reicht es schon mal. Gleich gibt's aufs... Schlachfresse. So. So. Oh, ein Wurm kommt. Komm, Wurm. Wohin soll er denn kommen? Krass, was machst du denn da jetzt? Das ganze Gras hier weg gerade. So. Es ist hier nicht mehr grün. Ah, schön. Schön, wie ihr alles trist und öde machst. Ja. Die Farben sind unser Feind. Wortwörtlich eigentlich. Das wird ja alles dann bunt und so. Das brauchst du nicht. Na, das ist übertrieben, hier innen alles auszufüllen. Hier ist ja kein Gras mehr. Hier kommt ja auch kein Gras mehr hin. Ja, aber so wenigstens schon mal so eine Art Ummantelung. Wenigstens. Ja, wir haben aber nicht so viel Matsch. Woher bekommt man eigentlich Matsch? Dschungel. Dschungel, okay. Müssen wir eventuell... Oh, jetzt brauche ich auch gerade mit Matsch. Da ist noch ein bisschen grün. Weg, grün, böses grün, stirb grün. Komm. So. Oh. Yay. So, ich wäre dafür, dass wir hier, jetzt genau da, wo ich aufhöre, hinzubauen, da bauen wir jetzt dann den Turm hier rein. Zwischen. Okay. Dann müssen wir das hier aber noch abbauen. Jo, klar. Es geht mit der Hammax, genau. Das ist aber auch voll die starke Waffe, Mann. Wir töten alle. So. Wir töten alle. Hast du ein bisschen Sand? Ich hab Sand. Sand. Dirtblock. So, hab schon. So, und jetzt hier Mudblock. Jo. Das stört mich jetzt aber schon, dass da links was frei ist. Ich nicht. Wieso hast du auch eine Fackel reingeklebt? Dann sieht man's ja voll. Keine Ahnung. Schlau, warum hast du die nicht zerstört? Weil ich da vorher geschaut hatte, ob da ja auch kein Licht drin ist. Da, schau, jetzt stört kein Licht, wenn es irgendwie dunkel ist. Sonst können wir ja noch eine Wand reinhauen. Warte, ich hol mal ein bisschen Wand. Du hast mich irgendwie da eingebaut, danke. Ich mach mal ein bisschen Wand hier. Achso, wir sollten eventuell noch erklären, was mit Wand-LP ist. Was ist mit Wand-LP? Jetzt. Was ist mit Wand-LP? Ach, hast du das nie mitbekommen? Ich hatte einen richtig heftigen Streit mit dem. Einen richtig übertriebenen. Okay. Wir haben uns auch erstmal bei Skype beide blockiert und ich muss echt sagen, ich glaube, der ist aus dem Together raus. Der war dabei? Nein. das weißt du doch. Oh, Goblin Army! Ja, ja. Wenigstens haben wir die Folge was zu tun, ne? Super. Aber die kommen doch immer zum Haus, oder nicht? Die kommen immer, ja, keine Ahnung, irgendwo da, wo wir sind halt. So, wir müssen da irgendwie noch so, ja, wir brauchen noch sehr hoch, ne? Ja, ich habe aber keinen Dreck mehr. Mudblock. So hoch will ich. Ja, ich habe auch nur noch 11. Toll gemacht. Bist ja. Du schlecht. Das machen wir dann noch offscreen fertig. Einfach, und jetzt töten wir ein bisschen die Goblin-Armee, die wahrscheinlich länger brauchen wird.
Oh. Aber, ja. Da ich gleich noch... Ach, guck mal. Hi. Drin sind's aber... Doch, drin sind's auch, oder? Nee. Nee, das ist nur der eine Goblin. Die links von uns... Von links kommen sie. Von links sind sie überall. Los, Goblin! Hui! Alle tot! Ja! Bringt der eigentlich noch überhaupt was für uns? Ich hab keine Ahnung, aber ich find's irgendwie toll. Außer irgendwie so sexuelle Belästigung. Der sexuelle Belästigungs-Panda. Gibt's eigentlich dann im Hardmode auch eine Goblin-Armee? Aua, das wäre schlimm. Es gibt Hardmode hier? Ja, wenn man die Wand getötet hat, ist Hardmode. Ach so. Genau. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man dann stirbt und der Charakter für immer weg ist, oder? Nee, nee. Keine Angst. Und wenn es zu schwer ist, dann laden wir einfach Abonnenten ein. Nein, Spaß! Dann wird es ja noch schwerer, oder nicht? Nö. Weil die Leute die Gegner verstärken. Nee, Gegner werden hier in dem Spiel nicht verstärkt. Ist nicht wie bei Diablo, Manuel? Ja, richtig. Ernsthaft, mehr Leute verstärken nicht die Gegner. Wenn man zu 255 spielt, kann man auch mit der Standardausrüstung schon das Auge direkt am Anfang töten. Lol. Dann fahren wir für 255 Leute Equip in einer Welt. Na, da viel Spaß. Man kann ja rein spammen die ganze Zeit. Boah, ja. Fuck. Hier ist Party. Ich glaube, die ganzen Böden hier ersetze ich alle, also die zwischen den Gebäuden ersetze ich alle irgendwie so mit Zeug, ne? Was denn? Mit Zeug? Matsch. Dort warum? Diese Matsch. Einfach um sicher zu gehen, ich will hier keine Korruption drin haben. Och, warum denn nicht? Was wird denn dann passieren? Was wird das ändern? Dass hier die ganze Zeit Gegner spawnen. Ach so. Ja, aber könnte man ja nur nachträglich verändern, oder? Ich hoffe es. Überleg mal, dieser Block ist nicht nachbaubar. Doch, es gibt irgendwie so heilige Steine oder sowas, stimmt. Die Kommentare spoilern ja so schön. Mit diesen heiligen Steinen geht das weg. Was? Ja, die reinigen irgendwie dann den Boden wieder. Cool. Das ist also ein sehr christliches Spiel. Ja, ich heiße auch Christian, weißt du? Ah. Da passt das ja. Das hat auch voll viel mit Christlichkeit zu tun, Christian zu heißen. Ja, normal. Eigentlich schon. Stell dir vor, einer heißt Christian und dann ist er Atheist. Ich bin Atheist. Du heißt auch nicht Christian! Doch, Manuel Christian. Deine Oma ist Christian. Wusstest du das nicht? Woher? Ja, keine Ahnung, ich hab das schon oft mal erwähnt, irgendwann. Alter, ich bin kein Stalker. Doch. Eigentlich schon, ja. Welche Unterwäsche habe ich gerade an, hä? Das weißt du ganz genau. Die mit den braunen Streifen. Das kann man zweideutig verstehen. Ja, irgendwie schon. Goblin-Armee! Hallo! Ist da gerade unter mir gerade ein Doppeln durchgerast? Scheinbar. Hui, ja! Mami, guck mal! Ich bin gleich tot! Man muss alles um sein Haus mit Lava umringen und dann einfach warten, bis die Goblin-Armee kommt und reinläuft. Und dann einfach ein Holzhaus bauen und dann merken, oh scheiße, ist abgebrannt alles. Ja, spiel nur auf deine Highlights an! Verlink ruhig nur noch mehr deiner Projekte oben. Ich hätte nicht verstanden, wenn du das nicht gesagt hättest. German Let's Plays Highlights. Wie klickt's? Ja, ja. Nee, ihr Goblins. Muss man Terraria-Highlight nehmen, aber wann gab's denn mal ein Highlight? Ich meine, viele wollten, dass ich... Ich bin voll langweilig. Dieses den Fall, nehmen, ja, wo ich ganz lame. Kurz vom Ende... Lame ist der... Was? Der ist lame. Nein, die sind noch Gegner. Du musst einfach irgendwas nehmen von mir. Das ist dann voll das Highlight von dir auch. Combase Highlights. Bei German Let's Plays Highlights. Hi. Hallo. Ja, vorbei. Nee, Musik noch nicht. Doch, für mich ist die Musik schon vorbei. Ich gucke mal hier. Ah, hier ist noch einer, zwei, einer. Ich kann nicht zählen. Ja, vorbei. Yay! Ja, wir haben sie besiegt. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. So. Und das war jetzt der Part.